Ich war bestimmt zu mehr, jeder Schritt. Die Titelmusik zum österreichischen Kinofilm Blockbuster – Das Leben ist ein Film stammt aus der Feder eines Mostviertlers. Der Rapper Royal hat Text und Lied geschrieben, zusammen mit Zweitfrau die Single Neues Leben aufgenommen und damit autobiografische Lebenslinien musikalisch begleitet. Der Film hat mich sehr inspiriert, ja. Es ist wirklich ein emotionales Feuerwerk. In dem einen Moment kommen da die Tränen fast, im nächsten Moment kannst du nicht mehr aufhören zum Lachen. Also, ich war wirklich baff, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und kann man immer wieder anschauen. Es ist nicht so dahergeredet einfach nur, ja. Sondern es ist tatsächlich so. Es ist ein Wahnsinnsfilm. Die Handlung ist, oder ja, sind die letzten 10, 15 Jahre meines Lebens. Die Hoch und Tiefs meines Lebens und ja, bis zu dem Punkt, wo ich mich entschlossen habe, einen Film zu machen. Eigentlich der Weg ist das Ziel in dem Fall. Also der Film ist entstanden und das Ziel wurde erreicht. Eigentlich geht es darum, nie aufzugeben. Ganz einfach. Also wenn man umgehauen wird und am Boden liegt, dass man schnell wieder aufsteht und weitermacht und sich selber motiviert und durch andere motiviert wird, nach vorne zu schauen. Vor, bitte vor. Was war jetzt das? Joe. Genau, Joe, das ist so der Impulsator von der Geschichte eigentlich. Der was bin ich? Ich mache einen Film, okay? Ja, da haben wir uns ein bisschen was konventionelleres vorgestellt. Das ist es! Das ist es! Ich mache einen Film, einen richtigen Film. Liebe Frau Kanti Strasser, wollen Sie bei uns mitmachen, bei unserem Film gratis? Das ist dein Plan? Grüß euch, wollt ihr was essen? Unser Tagesmenü heute ist eine Hühnersuppe, ein Germknödel. Und nachher gibt's einen Apfelbirnenkompott und eine Käseplatte. Hätten Sie eine Überraschung sein. Nice aus. Die Geschichte, die erzählt wird, ist direkt aus dem Leben des Regisseurs gegriffen. Ja, 85-90% vom Film sind autobiografisch, teilweise 1:1 übernommen, auch vom Text her. Das ist ja, glaube ich, auch das Geheimnis an dem Film, dass wir nicht versucht haben, irgendwie krampfhaft Szenen zu erfinden, sondern wir haben das genommen, was wirklich passiert ist. Und das einander gereiht und ja, daraus entsteht eine Art Lebenskurve, halt auf und ab, und das Lustige und das Traurige geht dann ja, übereinander und durcheinander und ja, wie es halt ist im Leben. In der zufälligen Begegnung mit dem bekannten österreichischen Regisseur Harald Sicheritz manifestiert sich für Flado der Lebenstraum, einen Spielfilm zu drehen. Doch das Leben hält einige Herausforderungen bereit. Diagnose Krebs mit 26, Verlust eines Kindes, Verlust von Freunden. Was ist gesagt? Das ist Krebs. Ich will einfach nicht, dass es schon vorbei ist. Sie sind ja noch nicht so alt. 26, oder? Sie haben noch viel Kraft. Sicher. Man erzählt eine Geschichte, die einen bewegt. Bringt die Leute zum Lachen und zum Weinen und ja, vielleicht zum Nachdenken. Und wenn man die richtigen Bilder dazu findet, dann gefällt es den Menschen. Ein szenischer Background, der nicht zuletzt auch den Songwriter beeinflusst hat. Ich habe mich definitiv weiterentwickelt, weil es das erste Mal war, dass ich eine Auftragsarbeit erledigen habe müssen und nicht einfach nur für mich geschrieben habe. Das heißt, ich habe den Film vorab gesehen, habe mich auch wirklich reinversetzen müssen und zum Thema was schreiben. Ja. Es ist durchaus hat Parallelen mit mir persönlich, aber eben funktioniert für beide Welten, für den Film und für mich. Ja, es war ein schwieriger Weg. Ich habe sicher 3 Monate dran geschrieben, ein halbes Jahr insgesamt dran gearbeitet. Ja, aber tolle Erfahrung auf jeden Fall. Die Zusammenarbeit war super. Er war eigentlich vorgesehen, dass er uns hilft im Team. Dann hat er aber gesagt, nein, er will sich auf die Musik konzentrieren. Und ich habe gesagt, ja, passt. Und dann hat er ihm vorgeschlagen, er macht ein Titellied für den Film. Haben wir nichts dabei gedacht, aber das Ergebnis ist wirklich phänomenal. Hast du schon mal in einem Film mitgespielt überhaupt? Nein, also Film noch nicht so, mehr Theater. Der kleine Muck. Ich habe einmal einen Schlumpf gespielt.